Liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, wir feiern heute den Gedenktag des heiligen Martin. Jeder kennt die Geschichte vom heiligen Martin. Als Soldat teilt er den Mantel mit einem Bettler. Und in den Kindergärten wird das oft groß gefeiert. Ich kann mich auch noch an meine Kindergartenzeit erinnern. In unserer Gruppe waren wir zwei Martins. Und da war jetzt die Überlegung, wer jetzt den heiligen Martin spielen darf. Es wurde gefeilscht. Wir haben dann eine gute Lösung gefunden. Bei diesen Festen wird meistens das Teilen ganz groß herausgestellt. Aber das finde ich oft etwas einseitig, denn Martin hat als Katechumene gehandelt. Das heißt, er hat im Bettler Christus gesehen. Deswegen hat er mit ihm geteilt. Und später, also in der Nacht, nach der Begegnung mit dem Bettler ist Jesus dem heiligen Martin erschienen im Traum. Und dabei hatte Jesus diesen Mantelteil des Bettlers an. Und Jesus hat sich dann zu den Engeln hingewandt, die Engelschar, die auch mitgekommen ist bei dieser Erscheinung, und hat ihnen gesagt, dass er dieses Stück vom Mantel vom Martin empfangen hat. Und hat dann noch gesagt, Amen, ich sage euch, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und das hat den Martin dann nochmal beflügelt und gestärkt in seiner Nachfolge. Die Mutter Therese-Schwestern, also die Marcionarinnen der Nächstenliebe, wurden auch oft als Sozialarbeiterinnen benannt, eben weil sie den Nächsten Gutes tun. Die Mutter Therese hat aber dann immer berichtigt und hat gesagt, sie sind nicht Sozialarbeiterinnen, sondern Missionarinnen. Das heißt, sie helfen den Mitmenschen, weil sie in ihnen Christus sehen. Und so sagt sie auch, dass sie am Morgen im Gebet in der Heiligen Messe Gott begegnen, im Gebet, in der Heiligen Messe durch die Eucharistie. Und untertags begegnen sie Christus in den Armen, in den Mitmenschen. Und so war auch der heilige Martin. Er war schon als Zehnjähriger, hatte sich gegen den Willen der Eltern als Taufbewerber, als Katechumene einschreiben lassen. Und mit 18 ist er dann getauft worden. Er musste einen Soldatendienst leisten für den Kaiser. Und sobald er weg konnte, ist er dann ausgestiegen von diesem Soldatendienst. Und er wollte jetzt nicht um den Kaiser dienen, sondern Gott dienen. Und nachdem er den Soldatendienst abgelegt hatte, hat er sich dem Hilarius von Poitiers angeschlossen, auch ein heiligmäßiger Bischof. Es ist nicht egal, welche Freunde man hat, sie beeinflussen einen. Und so hat er wirklich einen heiligmäßigen Freund gehabt, der ihn geführt und geschult hat. Martin hat sich dann zurückgezogen, hat schon immer diese Sehnsucht nach der Einsiedelei gehabt, nach der Gemeinschaft, nach der intensiven Gemeinschaft mit Gott. Sie haben sich dann ihm auch viele Jünger angeschlossen, die von ihm begeistert waren, von seinem Tugendleben, von seinem Gebetsleben, auch von seiner Nächstenliebe. Später ist er dann auch Bischof geworden. Auch als Bischof war er vorbildlich, er hat wirklich den Armen auch geholfen, ist durch die Diözese gezogen, hat das Evangelium verkündet und die Sakramente gespendet, hat sich auch ganz besonders um die Priesterausbildung gekümmert. Und nicht nur das, sind auch viele Wunder von ihm überliefert. Auch unter anderem 4 Totenerweckungen, wo Menschen wieder zum Leben erweckt hat. Als er dann am Sterbebett gelegen ist, haben die Jünger um ihn geweint. Sie waren betrübt und haben Angst gehabt, wenn jetzt der Hirte stirbt, dass dann der Wolf in die Herde eindringt und die Herde zersprengt. Sie haben ihn gebeten, er soll noch bei ihnen bleiben. Er hat sich dann davon bewegen lassen, hat das Weinen begonnen, hat sich aber dann an Gott gewandt. Hat gebetet, Gott, wenn du möchtest, dass ich noch hier bleiben soll, dann bleibe ich noch hier. Wenn du möchtest, dass ich zu dir komme, dann komme ich zu dir. Dein Wille soll geschehen. Ähnlich war es beim heiligen Dominikus. Auch bei ihm haben seine Jünger im Sterbebett geweint. Der hat dann gesagt, weint nicht, im Himmel kann ich dann viel mehr für euch tun, viel wirksamer euch helfen, als ich es hier auf Erden tun kann. So sehen wir auch die Fürsprache der Heiligen für uns, unsere heiligen Namenspatrone, was sie für uns tun können.
am Sterbebett, dann ist ihm auch der Teufel nochmal erschienen. Und der Martin hat ihn dann angesprochen und hat gesagt, was machst du hier, du blutige Bestie? An mir hast du keinen Anteil, mich nimmt der Schoß Abrahams auf. Und dann ist der Teufel wieder verschwunden. Der heilige Martin hat sein Leben lang gegen den Teufel auch gekämpft, gegen sich entschieden, gegen ihn gewandt. Und so hat er auch in der Sterbestunde da bestehen können. Und so können auch wir als Christen, als Missionare, immer wieder auch die Mutter Gottes um Unterstützung bitten, dass sie uns jetzt hier auf Erden hilft, dass wir uns gegen Satan entscheiden und für Gott und dass sie uns auch in der Todesstunde beisteht, dass sie uns da führt und leitet hin zu Jesus. So segne euch auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria und des heiligen Martin, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Alles Gute.